Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen da draußen und insbesondere da draußen im Stream. Ich beleuchte jetzt nur noch die Dinge, die noch nicht gesagt worden sind. Wenn man eine große oder größere Fläche hat, die potenziell bebaut werden kann, Herr Wirz hat es schon richtig gesagt, dann kann, wer auch immer die besitzt, kann die dann nach § 34 zerstückeln und irgendwie bebauen, oder man legt einen B-Plan drüber, einen Bebauungsplan. Wenn man einen Bebauungsplan, das erzähle ich jetzt quasi auch wirklich für die Menschen da draußen, wenn man einen Bebauungsplan machen will, dann hat der typischerweise drei entscheidende Schritte. Er wird aufgestellt, dann geht's los, dann macht die Verwaltung irgendwas, dann kommt die Offenlage. Dann werden die Pläne, kann man sich angucken, da kann man schriftliche Eingaben machen und schlussendlich kommt dann der Satzungsbeschluss. Das heißt, es gibt Baurecht. Und für die beiden Flächen an der Post und bei Putzi, da gibt es halt noch keinen Aufstellungsbeschluss. Nun hätte man warten können, bis entweder die Menschen, die das Areal besitzen, sagen, ja, ich möchte hier einen Bebauungsplan haben, oder aber bis die Verwaltung von alleine sich irgendwas ausdenkt. Nein, wir haben gesagt, wir müssen das jetzt mal aktiv diesen Prozess anstoßen, wohl wissend, dass das mehrere Jahre dauern wird. Also was wir heute beschließen, hat nicht übermorgen irgendeine Auswirkung. Was wir heute aber beschließen, ist, dass die Verwaltung einen Aufstellungsbeschluss vorbereiten soll. Also heute beschließen wir, dass der erste von drei Schritten dann gegangen wird. Und wir beschließen auch, dass bevor dann der Stadtrat die Aufstellung tatsächlich macht, dass die Planungen, die bis dahin fertig sind, dass die den Bewohnenden der Neustadt vorgestellt werden, dass man mit denen diskutieren kann. Und dann können die Menschen vor Ort natürlich auch sich bei der Partei ihrer Wahl, bei den Stadträtinnen ihrer Wahl melden und sagen, das möchte ich lieber nicht. Und deswegen haben wir auch relativ viel aufgeschrieben. Herr Wirz, Sie haben ja recht, es ist ambitioniert, einen Kleinpark, Wohnen, grüne Durchwegungen, den Erhalt von Putzi, den Erhalt der Villen und kulturelle Nutzung, alles da reinzuschreiben. Aber ich persönlich denke, das Areal ist weit größer als 5000 Quadratmeter, ich denke, das kann man hinkriegen. Und ich bin sehr gespannt, was die Verwaltung aufschreibt. Und ich bin dann sehr gespannt, wie die Menschen darauf reagieren. Und dann werden wir sehen, ob denn der nächste Schritt, die Aufstellung, ob die dann realisiert wird oder nicht. Also heute passiert noch nichts. Heute fängt ein Diskussionsprozess an. Und genau das soll der Antrag bewirken. Und deswegen, der Antrag ist ja schon uralt, ne? Der Antrag ist viel älter als die Dissidentenfraktion. Deswegen habe ich als Pirat mich auch entschlossen, dann den Antrag also mit einzureichen, dem Ersetzungsantrag. Und jetzt ist ja der Pirat ist ja Teil von anderen, die Dissidentenfraktion. Die Dissidentenfraktion unterstützt das auch. Also, meine Damen und Herren, ziehen wir es nicht in die Länge, stimmen wir es ab. Und freuen wir uns. Dankeschön.